Herzlich willkommen zum 118. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Wir werden die nächsten beiden Folgen hier mal rein an der Zugstrecke weiterarbeiten. Als allererstes würde ich ganz gerne mich mal darum kümmern, dass hier dieses eine Signal ausgetauscht wird. Dann werde ich an sich mal was komplett Neues entwerfen, schauen, wie das Ganze so in echt aussieht. Werde auch mal ansonsten in der Stadt, auch mal da hinten auf der Strecke, dann hier um die Ecke einmal rum, da ein neues Signal verteilen. Ich habe keine Ahnung, wie die realistisch verteilt sind, aber ich bin mir sicher, da werdet ihr dann noch ordentlich Input in den Kommentaren bringen. Dann möchte ich mich mal darum kümmern, das hatte ich jetzt auch schon mal angekündigt, dass wir hier so langsam anfangen, diese Zugstrecke in den Bereich zu integrieren und da gleichzeitig so ein bisschen die Verbindung von da zum Hochhaus zu schaffen. Da habe ich eventuell vor, hier zwei Parkplätze reinzubauen. Das ist ja auch absolute Mangelware bis jetzt hier in der Stadt. Hier hintenrum möchte ich auch weiterbauen, da eben diesen Bahnhofsbereich einleiten. Das ist ja auch eine Sache, der da dann irgendwann mal hinkommt. Ich würde sagen, nach und nach gehen wir die ganzen Sachen an. Jetzt starten wir als allererstes mal mit den Signalen. Ja, und so schnell geht's. Das hier ist mein erster Entwurf für die Signale, die wir jetzt einbauen werden. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich euch jetzt zeigen werde, wo ich mir selbst noch nicht so sicher bin. Zum Beispiel werden hier oben solche geriffelten Flatiles eingebaut oder normale. Dann werde ich das Ganze eventuell kombinieren, wie ich es jetzt im Moment gemacht habe, mit einem normalen Signal, was auch leuchten kann. Hat auch den Vorteil, dass man das dann tatsächlich beleuchten kann. Nachdem ich das ja eigentlich auch in meiner Stadt mache, im Moment ein bisschen zu wenig, dass das alles noch beleuchtet wird. Ja, ansonsten ist das dann so eine Kombination aus eben diesen verstellbaren Signalen und den beleuchteten. Dann gibt es noch weitere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier diese eine Schnur, die hier oben rumgeht. Das hatte ich mir gedacht, ist vielleicht dazu da, dass man hier eben das Ding dann verstellen kann. Ja, hier, das ist so ein Doppelsignal. Ob das realistisch ist oder nicht, ihr kennt euch da mit Sicherheit wieder besser aus. Dann hier, das ist auch so eine Kleinigkeit, will ich das Ganze viereckig bauen oder doch lieber rund? Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch was hat, aber ein bisschen zu dick aussieht im Stamm. Tja, das sind alles solche Kleinigkeiten. Ich warte erstmal auf euer Feedback, auf eure weiteren Ideen. Jetzt würde ich sagen, bauen wir als allererstes mal hier die Signale ein und schauen, wie die sich so in die Landschaft einfügen. Und da hätten wir auch schon das erste Signal fertig eingebaut. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal absolut ein Upgrade. Jetzt müsst ihr mir, wie gesagt, sagen, ist das realistisch, dass hier diese Seite angezeigt wird und mit dem oberen zum Beispiel die andere, oder ist das generell nicht so gemacht? Von den Fotos, wo ich das so im Internet gefunden habe, scheint mir das so zu sein, aber ich habe da, wie gesagt, keine Ahnung. Ich befürchte schon wieder, dass das Ganze falsch ist und dass ihr mich dann da korrigieren werdet. Ansonsten, wenn wir hier einmal rüberschwenken, würde ich ganz gern hier in diesen Bereich, weil das ja relativ kahl und ja eigentlich langweilig ist mit dieser sehr einheitlichen Bepflanzung, da noch so ein weiteres Signal hinsetzen. Ich würde sagen, genau das machen wir jetzt direkt mal. Und auch da müssen wir dann schauen, ob das mit der Position zum Bahnsteig passt und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt einfach mal. Und das hier wäre dann eben das andere Signal schon. Ich weiß nicht, ist das realistisch, dass es hinter dem Bahnsteig ist? Muss das davor sein? Hat das überhaupt nichts in der Gegend verloren? Ich warte einfach jetzt einmal auf euer Feedback, was ich dann auf jeden Fall auch noch vorhab. In der nächsten Folge, das soll ja jetzt hier so eine Doppelfolge werden, wo wir einfach mal nur an der Zugstrecke weiterarbeiten. Ich würde ganz gern hier diese einheitliche Bepflanzung einfach ein bisschen auffrischen, auflockern. Irgendwas anderes muss da ja rein. Ich glaube, das haben wir damals schon in Folge 30 oder 40, wo das war, also schon Ewigkeiten her, war das ja Feedback von euch. Mittlerweile habe ich auch genug Pflanzenteile da, um hier ein bisschen Farbe reinzubringen, ein paar andere Grüntöne mit einzumischen. Das hat sich ja auch geändert. Das Budget ist ein bisschen hochgegangen im Laufe der Zeit. Das heißt, das können wir auf jeden Fall auch noch ändern. Nicht diese Folge, wahrscheinlich, oder vielleicht nächste Folge. Ich werde jetzt auch nochmal hier euch von weiter weg das Ganze zeigen. Das hier ist ja, wie gesagt, das eine Signal. Finde ich, sticht wunderbar heraus. Und hier vorne aus dieser Perspektive auch nochmal dieses Signal. Jetzt würde ich sagen, bauen wir noch ein weiteres Signal da ein. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich die Ecke auch mal so ein bisschen anfangen auszugestalten. Genau das machen wir jetzt als nächstes. Ich werde mal grüne Plates auspacken, schauen, wie wir da die ganze Straßenverlegung machen. Das ist ja der nächste Punkt. Bevor wir das Ganze verbinden, müssen wir ungefähr das mal durchplanen. Ihr merkt es gerade selber, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich probiere es einfach mal aus. Planung ist immer so eine Sache, die ich nicht gut kann. Ich bin dann eher direkt so derjenige, der anfängt, drauf loszubauen. Aber mit der Straßenanordnung will ich ja erstmal schauen, wie das Ganze aussieht. Die grünen Plates sind vorbereitet. Ich habe jetzt auch ungefähr hier das Layout schon mal ausgelegt. Ganz kurz, es soll ja eigentlich an der Zugstrecke heute weitergehen. Da werden wir jetzt gleich auch in der Ecke weiterarbeiten. Aber der Grundgedanke wäre jetzt, dass wir diesen Fußgängerweg einmal nach hier vorne erweitern, diesen Gebäudekomplex nach hier außen erweitern, da natürlich mit Eckgebäude, das Ganze noch im Altbau. Was dann hier vorne hinkommt, weiß ich noch nicht, könnte wahrscheinlich dann schon ein, ja, etwas höheres Haus sein. Ob das dann direkt hier so ein eskalatives Hochhaus wird wie das, da weiß ich noch nicht, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir als nächstes mal, dass wir hier so eine kleine Parkbucht reinbringen. Zwei Autos passen rein. Ich werde das auf jeden Fall hier
in dieser vernünftigen Autogröße machen. Wenn wir die hier mal reinstellen oder eins zumindest von diesen Autos, können wir da sehen. Zwei können wir da ziemlich entspannt nebeneinander parken. Ob wir noch eine Tiefgarage hier einbauen irgendwo, da halte ich ja schon recht viel von. Werden wir mal sehen, aber ich denke mal, da einfach so einen kleinen offenen Parkplatz zu haben, wäre was. Man könnte natürlich auch, aber das wäre schon ja, ziemlicher Aufwand, hier eine Tiefgaragenabfahrt reinbauen. Und ich weiß auch nicht ganz, ob das mit dem Platz hinkommt, weil da direkt hinter die Zugstrecke langfährt. Das heißt, das hier ist nun mal sicher. Eine Tiefgaragenabfahrt würde ich aber auf jeden Fall gerne auch noch hinbauen, irgendwo Richtung Bahnhof dann. Wieder genug geredet, würde ich sagen. Ich baue jetzt einfach mal drauf los. Das hier wäre jetzt das Grundlayout. Zwei Parkplätze habe ich da reinquetschen können. Das Ganze werden wir jetzt natürlich so langsam hier versuchen weiter einzubauen. Auf jeden Fall ein Baum kommt da Minimum rein. Ich weiß nicht, wie das hier hinten um die Ecke aussieht. Also diesen Gummihammer da habe ich natürlich wieder verwendet, um die Plates auf den Baseplates zu fixieren. Ihr kennt das ja aus den älteren Videos schon. Bis hier vorne bin ich jetzt mit der Begrünung gegangen, weil ich auch noch nicht weiß, wie das dann hier mit dem vorderen Bereich vor unserem Hochhaus ist. Nachdem das ja dann doch die Innenstadt schlechthin hier sozusagen sein wird, kann ich hier auch nicht zu viel Grün einbauen. Aber da im hinteren Bereich bei der Zugstrecke ist es, glaube ich, ganz angebracht. Bei den Bäumen müssen wir jetzt natürlich insbesondere da hinten rum darauf achten, dass der Aufklappmechanismus da das Ganze nicht blockiert oder umgekehrt. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ansonsten, ich habe jetzt hier vorne schon mal hier diese Straßenmarkierung vorbereitet. Das ist einfach so ein P für Parkplatz. Ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Man ist natürlich immer extremst begrenzt, wenn man einfach nur mit Flat-Tiles arbeitet. Ich hatte überlegt, das vielleicht blau zu grundieren, aber ich denke mir mal, grau passt in dem Fall einfach besser in die Stadt rein. Genug geredet, ich baue das P jetzt da mal rein und schaue dann auch direkt mal, wie das da hinten aussieht mit dem ersten Baum. Hier vorne den Übergang, da werde ich im Moment auch noch nicht zu viel dran machen, weil ich nämlich erstmal abwarten will, wie das Ganze dann mit den Straßen hier drin aussieht und so weiter und so fort. Ich bin gleich wieder da. Die beiden Ps sind eingebaut, der erste Baum da hinten steht. Der spendet jetzt zusammen mit dem Haus auch so ein bisschen Schatten und wir haben hier vorne noch ein weiteres Signal eingebaut. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir jetzt so erklären könnte als Nicht-Eisenbahn-Mensch, ist, dass das schon ein bisschen realistisch hier ist, dass genau vor dieser Kurve, wo es uneinsichtig ist, das Hochhaus verdeckt ja die gesamte Sicht auf die Strecke danach, eben ein Signal steht. Dann kommt dahinter noch der Bahnhof, man weiß nie, was da für Züge rumstehen könnten. Das wäre jetzt so meine Erklärung, dass da ein Signal tatsächlich sogar realistisch ist, aber ich bin mir sicher, ihr wisst das ja besser als ich. Von daher warte ich jetzt auch erstmal auf euer Feedback ab. Die Dinger können wir ja irgendwo anders hinstellen, das ist überhaupt kein Stress. So, jetzt müssen wir aber natürlich auch testen, nachdem die Sachen hier doch beide, sowohl der Baum als auch das Signal, recht nah an der Zugstrecke stehen, ob das Ganze hier auch passt mit dem Zug. Ich würde sagen, wir drehen den mal auf. Ah, da ist natürlich wieder genug dran. Der setzt sich in Bewegung. Schauen wir mal, ob das passt. Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus, auch wenn es knapp war. Also man hat das jetzt hier in echt, glaube ich, ein bisschen besser noch erkennen können als hier auf der Kamera. Das war recht eng, hat aber alles funktioniert und nachdem ja hier die Crocodile unser größter Zug ist, beziehungsweise unsere größte Lok ist, passt alles andere auch vorbei. Ich denke mal, so könnten wir das hier eigentlich stehen lassen. Jetzt zum Ende würde ich sagen, fange ich hier nochmal an, so ein bisschen Details reinzubringen in die Bepflanzung da unten. Das kann natürlich hier nicht so gemähter Rasen sein. Irgendwas Verwuchertes muss da ja schon drin sein. Für die Grundierung hier hinten habe ich jetzt Limp-Elements in dunkelgrün verwendet. Ich denke, das bringt einfach noch ein bisschen mehr Kontrast rein. Ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher, ob wir vielleicht Farben mit einmischen sollen, ob hier Blüten rein sollen oder ob das verschiedene Grüntöne nur werden. Das können wir einfach alles das nächste Mal dann ganz in Ruhe prüfen. Das Problem ist jetzt, und da habe ich ein bisschen schlecht geplant, beziehungsweise die Bricklink-Bestellung braucht ein bisschen länger, als ich es da erhofft hatte. Hier diese Stängel, die da jetzt reinkommen, die habe ich nur noch, ja, ich glaube so 10, 20 Stück gefühlt noch da. Das wird nie im Leben hier für diesen ganzen Bereich reichen. Ansonsten, hier, das kann ich euch auch noch zeigen, ich habe jetzt hier mal so ein Auto mit 6 Noppen Breite reingestellt. Es ist zwar echt eng hier der Parkplatz, aber das geht klar für 6 Noppen Autos. Wenn man da ein bisschen besser einparken kann, denke ich, kann man hier die Parkplätze auch ohne weiteres verwenden. Gebt mir gerne Feedback zu den Signalen, da werde ich nächste Folge nur noch nicht drauf eingehen können, weil ich nämlich jetzt, wo die Uni wieder losgeht, recht viel hin und her fahre und daher hin und wieder mal, wie jetzt in dem Fall auch, so die 2 oder 3 Update-Folgen hintereinander mal abdrehen werde. Für euch wird sich absolut nichts ändern, außer dass ich nicht ganz so schnell auf die Kommentare und auf Vorschläge eingehen kann, wie das jetzt über die letzten Monate der Fall war. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch alles ganz gut unter einen Hut. Es werden weiterhin 2 Videos die Woche kommen, da wird sich gar nichts dran ändern. Vielleicht schaffe ich sogar mal hin und wieder das ein oder andere dritte Video an einem Donnerstag reinzuquetschen. Schauen wir mal, ich habe mir jetzt auch schon Ewigkeiten vorgenommen, dass ich euch mal Bricklink und Pick-a-Brick etwas näher bringe. Vielleicht schaffen wir das auch nochmal. Ja, ansonsten, es sind weiterhin Steine unterwegs. Hier, das fällt mir gerade schon wieder auf. Da sind ja überall im Moment die Fenster, die ich ausgebaut habe, um vorübergehend da hinten dieses neue Modular Building Mock reinzusetzen.
Die dürften dann auch irgendwann die nächsten Wochen mal ankommen. Die Sachen haben alle elende Lieferzeiten im Moment. Das ist ganz schrecklich. Ja, ansonsten würde ich sagen, nächste Folge bauen wir weiterhin an Zugstrecken weiter. Zum einen da hinten die Ecke, wie ich ja schon mal angesprochen hatte. Und zum anderen hoffe ich dann, dass morgen, sodass ich das jetzt direkt dann im Anhang sozusagen weiterdrehen kann, hier hinten die Stängel ankommen, dass wir da weiterbauen können an der Bepflanzung. Ich habe jetzt auch mal Lust zur Abwechslung, wo wir jetzt so viele Gebäude die ganze Zeit gebaut haben, mal ein bisschen die Landschaftsgestaltung zu machen, mich um solche Details zu kümmern wie Signale, wie hier vorne den Parkplatz, den wir jetzt eingebaut haben, auch mal wieder den ein oder anderen Baum dahin bauen, einfach so ein bisschen die Landschaftsgestaltung auch machen. Hier vorne den Weg werde ich vielleicht noch weiter ausfüllen. Also ihr seht schon, es gibt mehr als genug zu tun. In diesem Sinne hätten wir jetzt auch das Ende dieser Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!